Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar möchte ich heute mal ein bisschen Real Talk mit euch reden, mit dem, was momentan gerade so abgeht. Und an all die Leute, die jetzt wegschalten oder sowas, weil es halt kein Let's Play oder sowas ist, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir zuhören würdet, weil das ist für mich sehr, sehr wichtig, was ich jetzt zu sagen habe. Und es betrifft auch so ein bisschen die Zukunft dieses Kanals. Und deshalb würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach zuhören würdet, was ich jetzt ein bisschen zu sagen habe. Es sind nämlich zwei Themen. Das eine Thema ist sehr kurz, das andere Thema werde ich ein bisschen länger anschneiden müssen. Und zwar ist das erste Thema die Verlosung. Ich habe mich in den letzten Tagen dazu entschieden, die Verlosung nicht durchzuführen und habe das Spiel zerstört. Tat mir zwar natürlich weh, aber es ist für mich besser. Es ist für mich einfach besser. Selbst die Verlosung war für mich irgendwie so ein bisschen Belastung. Ich weiß nicht warum. Es war einfach so und deshalb habe ich es zerstört. Aber keine Sorge, an all diejenigen, die das Spiel jetzt irgendwie haben wollten, ich werde mir dafür eine andere Verlosung überlegen. Also macht euch da keine Sorgen. Ich hoffe, dass die Verlosung. Also, gib mir da auf jeden Fall noch Zeit, weil ich weiß noch nicht, was ich verlosen werde dann und mal gucken. So, das zweite Thema und das ist auch das wichtige Thema, worum ich mit euch ein bisschen reden will. Weil. Ihr wisst, seit einem halben Jahr, ich schätze mal November, Dezember, irgendwie da um den Dreh rum, ihr wisst das ungefähr besser wie ich, leide ich unter Depressionen. Das ist einfach so, das wisst ihr auch. Ihr wisst ja ungefähr, wann es so angefangen hat, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommt mal eine Woche keine Videos, weil es mir gerade so scheiße geht. Das müsste ungefähr im November, Dezember gewesen sein. Irgendwo da um den Dreh rum. Und ja. Ich leide da momentan wirklich sehr, sehr hart drunter, Leute. Und das ist auch der Grund, warum jetzt die Woche keine Videos kamen, weil es wird immer schlimmer. Ob ihr es glaubt oder nicht, es wird für mich immer, immer schlimmer. Eigentlich, man sagt ja immer, das geht mit der Zeit weg. Aber bei mir ist das Gegenteil der Fall. Es wird mit der Zeit schlimmer. Ich weiß einfach nicht warum. Und zwar ist es folgendermaßen, es ist momentan so, dass ich mich von einem Tag zum anderen quäle. Ich schlafe kaum noch, ich esse kaum noch und das ist bei mir eigentlich. Ich bin jemand, der eigentlich den ganzen Tag nur am Fressen ist und ich habe zum Beispiel heute, ich habe noch nichts gegessen heute, Leute. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Hunger, aber ich weiß nicht warum. Ich habe einfach noch nichts gegessen. Dann, wie gesagt, ich schlafe halt kaum noch. Mir ist momentan sehr oft schlecht, ich kotze öfters schon mal. Kann passieren und ja, mein großes Problem bei dieser Sache ist, ihr kennt das vielleicht, wenn Leute unter Depressionen leiden, die neigen dazu, sich selbst zu ritzen oder sich selbst zu verletzen, weil sie eben diese seelischen Schmerzen mit ja, körperlichen Schmerzen ausgleichen wollen. Ich habe was Ähnliches. Ihr müsst wissen, ich bin eigentlich jemand, zu dem kann man immer kommen. Weil ich bin jemand, der kann wirklich, wenn einer von euch zum Beispiel Depressionen hat, ich bin jemand, der hilft einem dann da raus. Ich bin jemand, der das auch gut kann. Der kann gut Leuten helfen, die irgendwie unter Depressionen leiden oder irgendwelche, keine Ahnung, denen es gerade einfach nicht gut geht. Dann bin ich einfach immer sofort da und helfe den Leuten. Und ich merke auch, dass es den Leuten dann besser geht. Und das freut mich dann immer. Aber ich kann mir selber nicht aus meinen Depressionen heraushelfen. Das ist mein Problem. Viele sagen, ja klar, Psychologen, Therapeut oder was auch immer. Ja, also da gibt's für mich zwei Haken. Erstens, klar, könnte ich tun. Dafür müsste ich aber mein Studium abbrechen. Also was heißt abbrechen? Es hat ja noch nicht begonnen, aber wenn ich zum Beispiel jetzt zu einem Therapeuten gehen würde. Oder in eine Klinik oder was auch immer. Das wird mehrere Monate dauern und dann müsste ich mein Studium absagen und dann wäre mein Leben genauso im Arsch, weil dann hätte ich nichts. Ist einfach so. Und das zweite Problem, was ich damit habe, ich war ja früher schon mal bei einem Psychologen, ich weiß nicht, ob das jetzt unter euch schon bekannt ist oder sowas. Ich hatte ja früher als kleines Kind oder ja, als Kind halt, so, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11, hatte ich sehr starke Aggressionen. Und ich war da bei einem Psychologen, ich war bei sehr vielen Psychologen, aber da war nur ein Psychologe bei, der mir helfen konnte. Und
Der hat meine Aggression weggebracht. Ich muss sagen, ich werde immer noch schnell aggressiv oder sowas, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sofort mit jedem eine Schlägerei anfangen will. Quatsch. Das war nämlich früher so. Da hat mich einer nur schief angeguckt und ich wollte sofort, ja, eine Schlägerei anfangen. Ne? Und ja, da konnte man mir helfen. Aber jetzt bei diesen Depressionen, da geht's erstens darum, dass mir wehgetan wird. Und das kann man nicht wegmachen. Dann geht es darum, dass ich mich selber für Sachen hasse, die ich getan habe. Also ich habe so ein bisschen Selbsthass auch. Und das könnte man vielleicht wegbringen, dass man mich irgendwie wie das auf die Bahn lenkt, okay, du musst dich jetzt nicht selber hassen, du hast vielleicht nicht so viel Schuld dran. Könnte man. Aber da bin ich mir auch unsicher. Und drittens, es hängt auch mit vielen Sachen aus meiner Vergangenheit zusammen. Und man kann keine Erinnerungen löschen. Das kann kein Mensch. Ob Therapeut oder nicht oder sonstiges. Es kann man nicht. Die Erinnerungen sind in meinem Kopf. Und wenn ich die heraushole, dann sind die da. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich lösche die mal eben. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, und wie eben schon erwähnt, es gibt ja viele, die unter Depressionen leiden, die dazu neigen, sich selbst weh zu tun. Ich habe sowas auch. Ihr kennt ja viele, die ritzen sich. Sowas kann ich absolut nicht, weil erstens, ich habe sehr große Angst vor Messern oder generell irgendwie scharfen, spitzen Gegenständen, Spritzen oder sowas. Und deshalb kann ich das nicht. Außerdem finde ich es ekelhaft, dann diese ganzen Narben oder so am Arm zu haben. Ich mache das anders. Ja, es klingt jetzt zwar ein bisschen dumm. Es klingt jetzt wirklich dumm. Aber ihr müsst mir das so ein bisschen glauben. Ihr kennt vielleicht die Serie und die Filmreihe von Jackass. Und die machen ja immer irgendwelche totalen behinderten Stunts, wo die sich dann verletzen und keine Ahnung was. Und so mache ich das ungefähr. Also ich mache das natürlich allein, ich mache das jetzt nicht in der Gruppe, weil ich ziehe da bestimmt keine anderen Leute mit rein, auf gar keinen Fall. Sondern, keine Ahnung, ich habe mir gestern zum Beispiel, habe ich was ausprobiert und ja, meine Hand ist jetzt, ja, ich weiß nicht, was mit der, ich war noch nicht beim Arzt oder sowas. Ich kann auf jeden Fall noch alles bewegen, aber es tut einfach nur scheiße weh. Und ich hatte auch, also momentan spüre ich wieder alles, aber als ich das gemacht habe, hatte ich kein Gefühl mehr zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. Da hatte ich kein Gefühl mehr da bei den zwei Knöcheln in der Mitte. Da konnte ich draufhauen, wie ich wollte. Ich hatte da kein Gefühl mehr. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwie was gerissen habe oder was auch immer da irgendwie los ist. Aber ja, sowas in der Art meine ich halt. Das habe ich mir selbst zugefügt. Und ich möchte natürlich jetzt überhaupt niemanden dazu auffordern, das selbst zu machen. Auf gar keinen Fall, Leute. Nehmt nichts, was ich jetzt gerade sage, für euch an. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, man kann immer zu mir kommen. Ich helfe immer Leuten, denen es scheiße geht. Aber es gibt halt auch Personen, denen ich schon aus der Depression geholfen habe vor einigen Jahren, die mich jetzt aber in diese Depression reingebracht haben. Das und die mich sogar zur Depression zwingen. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, vielleicht machen die das nicht mit Absicht. Mir wurde ins Gesicht gesagt, dass ich verletzt werden soll. Innerlich. Wurde mir ins Gesicht gesagt. Und das ist asozial. Ist es einfach. Weil man kann sagen, ich bin krank, man kann sagen, ich bin scheiße, man kann sagen, keine Ahnung, ich habe psychische Probleme. Klar, kann man sagen. Aber die Leute, die mich in diese Depression reinziehen und mich da auch reinziehen wollen, zu denen wird nichts gesagt. Die sind brav. Okay, natürlich, ist klar. Das finde ich einfach nur dumm. Ich meine, ich bin nicht umsonst depressiv. Ich meine, es ist ja was passiert. Und ich werde auch in die Depression reingezogen. Ist halt einfach so. Aber dann wird dann immer über mich gelästert, weil ich Probleme habe. Aber die Leute, die mich da reinziehen, die leben ihr Leben weiter und haben Spaß. Natürlich. Natürlich. Klar. Und ja. So ist das halt nun mal. Ich quäle mich momentan jeden Tag. Ich verletze mich oft selbst. Okay, das Bild ist. Okay, mein Hintergrundbild geht weg. Alles okay. Kannst du mal anders hinsetzen?
Ja, und das ist momentan täglich, deshalb kommen auch keine Videos. Ich meine, ich habe noch 4 Videos, glaube ich, auf Vorrat. Ich kann mal gucken, ob ich die vielleicht die nächsten ein, 2 Tage hochladen kann. Aber sonst wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal soweit nichts kommen, weil ich sehe momentan auch einfach keinen Ausweg, weil es mir halt immer, immer schlechter geht. Und wenn ihr sagt, ja, lenk dich irgendwie ab, ich habe schon alles versucht, Leute. Ich war mit Freunden weg, ich war bei meinem Cousin, ich war zocken, ich war laufen, ich war Skateboarden, falls das irgendwie einer auf Twitter gesehen hat. Was soll ich machen? Ich versuche mich mit allem abzulenken, mit allem. Es funktioniert nichts, weil es halt da ist. Ja, so sieht's momentan aus. Jo. Was soll ich noch sagen? Ich glaube, das war's eigentlich soweit. Ja, ich könnte jetzt noch was sagen. Aber auch da wieder, nehmt das. Nee, ich sag's lieber nicht. Ich sag es wirklich lieber nicht, weil. Ich sag mal so, es ist gestern am Freitag was vorgefallen. Da wäre es beinahe vorbei gewesen. Aber wirklich beinahe. Mit mir. Deshalb werde ich darüber nichts sagen, weil ich möchte nicht, dass irgendwer sich daran Beispiel nimmt oder sonst irgendwas. Auf gar keinen Fall. Deshalb werde ich das nicht sagen. Gut. Das war's dann soweit von mir. Wie gesagt, ich werde versuchen, die Videos vielleicht morgen übermorgen hochzuladen, je nachdem, wie ich mich dazu fühle. Und wann die nächsten Videos kommen, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Momentan ist einfach alles scheiße. Ist einfach so. Ja, ich hoffe, ihr akzeptiert die Entscheidung, dass ich jetzt erstmal ein bisschen länger Pause mache und generell irgendwie erstmal versuche, irgendwas, irgendwie, irgendwo mit klarzukommen, was aber irgendwie auch nicht funktioniert. Mal schauen. Jo. Wie gesagt, an alle, die jetzt das Video wirklich durchgeschaut haben, danke Leute, danke, dass ihr mir zugehört habt bei meinen Problemen, dass ihr die vielleicht auch akzeptiert, weil nicht, dass ihr jetzt sagt, ich will lieber Videos, Steh-Abo. Ich kann es nun mal nicht machen, Leute. Ich könnte natürlich jetzt Videos aufnehmen, aber was bringt mir das, wenn ich dann genau so kommentieren würde, wie ich jetzt kommentieren würde, einfach so richtig down und kaputt? Das wäre dumm. Dann würden euch die Videos auch keinen Spaß machen. Genauso wenig wie mir. Ja. Ist einfach so. Okay. So, Leute. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann wieder. Mit Motivation, mit Lebensfreude, die ich früher immer hatte, eigentlich. Und ja, danke fürs Zuhören. Wirklich tausend Dank. Und ich sage bis dahin, tschüss.